Ja, das war doch mal ein sehr interessantes Panel, wie Lightning das Leben verändern kann. Ich hoffe, einige von euch konnten noch was davon mitnehmen. Und ja, ein weiterer lebensverändernder Schritt ist ja sowieso, wenn man sich in das Bitcoin-Rabbit-Hole verzieht, dort die Gänge erkundigt und feststellt, verdammt, ich möchte eigentlich mit meinem Fiat-Job gar nichts mehr zu tun haben. Und eigentlich möchte man im Bitcoin-Bereich arbeiten. Das Sinnvollste ist, ein Unternehmen zu gründen, aber das ist häufig auch nicht immer, geht das so hürdenlos voran. Und da haben wir heute ein paar Gäste, die darüber sprechen, wie sie ihr Unternehmen Bitcoin-basiert am Laufen halten. Zum Beispiel haben wir dann Julian Leninger von Relay mit am Start, dem Bitcoin, der Bitcoin-Plattform, wo ihr eure Sets stacken könnt. Roman Rea, aka der Blocktrainer, der Bitcoin-Bildung auf YouTube vorantreibt und auch auf anderen Plattformen. Dann haben wir auch noch Rino Burini. Tatsächlich bin ich leider dadurch informiert, was er tut. und natürlich auch Patrick Sand, der heute hier für Lipa spricht. Denn ein Unternehmen ist immer mit irgendwelchen Regulationen verbunden. Gerade im Bereich von Relay haben wir da, systemische Regulierungen, die vorgeben, so hey, muss ich ein KYC machen? Wie läuft das Ganze ohne KYC? Fragen rund um diese Themen könnt ihr auf jeden Fall gleich an diese vier Super-Experten stellen, denn wie gesagt, kaum mit Bitcoin befasst, hat man dann ja auch eigentlich schon Lust, irgendwie darin zu arbeiten und will am liebsten auch seine Bewerbungen an diese Leute rausschicken. Ob das jetzt möglich ist, das erfahrt ihr dann auf jeden Fall gleich. Ich darf die vier auf einmal hier auf die Bühne bitten und einen Riesenapplaus an Roman, Julian, Rino und Patrick. Danke, hallo, hi. Dankeschön. So. Cool, hallo zusammen. Schön, dass es bei diesem schönen Wetter, das blendet ja hier gewaltig, du. Schön, dass ihr da beim schönen Wetter uns zuhören möchtet. Mein Name ist Rino Burini, vielleicht ein Satz zu mir. Ich habe in Zürich das House of Satoshi, das erste Ladenlokal für Bitcoin and Friends. Ich freue mich hier, gleich neben mir einen Roman dabei zu haben. Man kennt ihn als Blocktrainer. Ich glaube, im ganzen Dachraum weiß man, wer er ist. Super Content. In der Mitte haben wir Julian Leninger. Der Julian mit der besten Bitcoin-App, Saving-App in Europa. Und der Patrick, Mitgründer von Lipa, die beste Payment-App für Bitcoin oder das ganze Lightning. Cool. Topic ist ein bisschen Unternehmer im Bitcoin-Space. Wir alle sind im Bitcoin-Only oder Bitcoin-First. Vielleicht bei dir möchte ich starten. Das ist noch wichtig. Ich habe bewusst, wir sind nicht vorbereitet. Das ist viel cooler, wenn man ganz spontan die Leute anhaut und statt, dass man sich da stundenlang im Vorfeld Sync-Calls macht und Fragen austauscht, dann ist es alles gestellt und so weiß man nicht, was auf einen zukommt. Und denkt daran, ihr müsst dann auch noch viele Fragen stellen. Bitte ganz viele Fragen stellen, dann die letzten 10 Minuten. Roman, ich möchte zuerst mal starten. Was ist für dich ein Bitcoin-Unternehmer? Ja, ein Bitcoin-Unternehmer, der hat verschiedene Aufgaben. Das eine ist, eine Passion voranzutreiben und das andere ist zu überleben. Und das ist tatsächlich in Bitcoin gar nicht so einfach, weil Bitcoin ist kein Geschäftsmodell oder so. Und Bitcoin hat, wie die ganzen Investoren feststellen, keinen intrinsischen Wert. Jetzt muss man fragen, was ist der intrinsische Wert? Ist das was, wo ich draufbeißen kann, was ich anfassen kann? Nein, in der Investmentwelt ist der intrinsische Wert eigentlich der Renditewert. Also wie erzeugt das, was ich mein Investment nenne, für mich mehr Geld? Und das macht Bitcoin einfach nicht. Und deswegen ist es sehr schwierig, sich ein Bitcoin-Business zu nennen. Mhm. Bitcoin ist eine Idee, ein Geld, eine Geldform. Und alles drumherum ist meistens, wenn man nicht in einen Bereich der Altcoins und der klassischen Finanzdienstleistungen abrutscht, leider tatsächlich wenig lukrativ. Also so komisch das klingt, aber es ist einfach ein sehr seriöses, sehr an Effizienz gekoppeltes Geschäftsmodell, egal in welcher Richtung. Und ich glaube, die Kunst ist, das zu schaffen, trotzdem zu bestehen und im Idealfall 100% seiner Zeit diesem Thema zu widmen. Und dabei muss man, glaube ich, auch ein Stück weit das Fiat-Spiel spielen und versuchen aber da einen Weg zu finden, den man vor sich selber rechtfertigen kann als überzeugter Bitcoiner. Und ich glaube, das ist die Schwierigkeit und das ist das, was heutige Bitcoin-Unternehmen ausmacht, meiner Meinung nach. Julian, wie siehst du das? Du bist ja auch ein Bitcoin-Unternehmer. Du verdienst, du kannst deine Miete bezahlen dank einem Bitcoin-Produkt, einer Bitcoin-Dienstleistung. Was ist für dich ein Bitcoin-Unternehmer?
Ja, ich glaube, es ist eben genau wichtig, dass wir in der Bitcoin-Community, in der Bitcoin-Industrie dieses Umdenken machen zu von, hey, wir machen da coole Technologie, wo wir nicht die Welt verbessern, aber eben, wir brauchen dann auch Brot und Wasser zum Überleben. Von diesem Mindset zu, hey, wir müssen hier nachhaltige und profitable Businesses kreieren. Wir müssen Fundraising reinholen von Investoren und denen Businesspläne aufzeigen können, wie wir auch langfristig Geld machen können, Unicorns bilden können, weil so kriegen wir dann auch wirklich den Impact hin, den wir wollen. Weil wenn wir alle nur im Keller irgendwie an unseren Bitcoin- und Lightning-Applications rumprogrammieren, ist das vielleicht coole Technologie, aber es wird die Welt nicht verändern. Wenn wir die Welt wirklich verändern wollen, müssen wir auch Big Money reinbringen und dann müssen wir eben schauen, dass wir profitabel und große Firmen, die wirklich Tausende, Hunderttausende, Millionen von Kunden auch in diesen Space reinbringen können. Ich habe letztens eine Statistik gesehen, dass vom ganzen Crypto Venture Capital, das reingeflossen ist, ist genau ungefähr 1,5% in Bitcoin-Only-Companies geflossen und irgendwie 98% halt in Crypto-Altcoin-Shit, oder? Und das ist genau ein großes Problem, dass wir offenbar, als Bitcoin ist, hat über 50% Dominanz gegenüber allen anderen, hat mit Abstand die größten Handelsvolumina und so weiter und trotzdem schaffen wir es irgendwie als Bitcoin-Unternehmer noch nicht, genügend Kapital anzuziehen. Ich glaube, das ist eine etwas, das kurze Zwischenfrage. Du hast jetzt gerade eine sehr erfolgreiche Finanzierungsrunde abschließen können. Hast du es versucht oder gab es überhaupt die Möglichkeit, dass du vielleicht gewisse Bitcoiner, die schon länger dabei sind, die vermögend sind, zu gewinnen, dass sie sagen, ich bin jetzt bereit, mein Funding zu geben in Bitcoin? Ja, haben wir auch. Also wir haben Bitcoiner, so Bitcoin-OGs, Angel-Investors dabei, aber auch Bitcoin-Only-VCs, das gibt es immer mehr. Also es gibt jetzt gut ein Dutzend weltweit bereits. Vor zwei, drei Jahren hat es noch ganz wenige gegeben, jetzt gibt es schon gut ein, zwei Dutzend. Und wir haben auch normale, sag ich mal, generelle VCs. Ich glaube aber, das ist auch eine Herausforderung. Es ist mega cool, wenn man so Bitcoin-OGs drin hat, aber das sind dann halt nicht professionelle Investoren. Es gibt sehr viele Unternehmen, die nur unterstützt werden von eben Bitcoinern, die irgendwie 2.000, 3.000 Bitcoin haben, die selbst nicht mehr arbeiten müssen und die unterstützen dann diese Firmen. Aber das ist auch eben vielfach sehr ideologisch getrieben. Die unterstützen einfach Bitcoin-Only-Firmen, weil Bitcoin-Only cool ist und die machen das 3-4 Jahre und die machen aber kein Geld. Ja, ist auch nicht die Idee. Die Idee ist eben, große, profitable und nachhaltige Firmen zu bauen im Bitcoin-Space, damit das Ökosystem wächst und gedeiht. Und da brauchen wir professionelle Investoren auch. Und vielfach sind die Bitcoin-OGs sind mega cool und gut drin zu haben, aber es sind halt nicht professionelle Investoren. Patrick, lieber Bitcoin Payment, Lightning Payment, super cool am Point of Sales, super einfach. Was ist für dich ein Bitcoin-Unternehmer? Ich meine, du musst auch deine Brötchen zahlen mit dem Erfolg von Lipa letztendlich. One day. One day, genau. Irgendwann mal musst Fingers du auch crossed, wirklich yeah. Die fette Kohle machen. Auf deiner genau. Seite. Also, die erste Frage ist ja, was ist ein Unternehmer? Und dann, was ist ein Bitcoin-Unternehmer? Und die Frage ist ja, was ist der Unterschied? Und für mich ist der Unterschied eigentlich gar nicht so groß. Also man ist einfach ein Unternehmer. Was man beim Bitcoin-Unternehmer vielleicht sagen kann, ist, dass die Purpose vielleicht ziemlich klar ist schon. Jeder Unternehmer sollte eigentlich Purpose-driven sein, aber die Antwort auf, ist der Unternehmer Purpose-driven, ist normalerweise bei einem Bitcoin-Unternehmer schon ziemlich einfach zu beantworten. Und ich denke, da ist ein großer Unterschied. Ja, Unternehmer für mich sind Leute, die den Status quo hinterfragen und sehen, dass man besser kann und streben. Die Unternehmer haben das aus meiner Sicht gemeinsam. Sie wollen etwas besser machen oder die Welt verbessern, in groß natürlich, aber in kleine Dinge verbessern für eine bessere Welt oder für einen besseren Umgang oder was auch immer das Produkt ist. Und für mich ist das ein Unternehmer, aber auch ein Bitcoin-Unternehmer. Deshalb, die kurze Antwort für mich ist, der Unterschied ist eigentlich sehr klein. Wir haben eigentlich genau die gleichen Probleme wie alle anderen Unternehmer. Wie du gesagt hast, wir müssen unsere Brötchen verdienen irgendwann. Wir sind jetzt nicht nur einfach nur Unternehmer.
sondern wahrscheinlich auch viele hier haben irgendwie Startups und sind damit Startup-Unternehmer und Fintech. Und da ist natürlich eines der großen Themen auch immer Funding, weil Fintech hat immer einen großen Aufwand am Anfang, weil es relativ heavy ist und, mit Technology, also Technologie. Und das bedingt dann auch Kapital. Und als Unternehmer heißt nicht gerade, dass du wahrscheinlich auch gerade Geld hast. Mhm. Und deshalb, ja, Kapitalsuche haben wir auch schon gehört, das ist auch ein großes Thema. Und als Bitcoin-Unternehmer ein nicht unbedingt sehr einfaches Thema. Ja. Gut, jetzt haben wir alle drei Stimmen gehört. Ich bitte euch auch unbedingt aktiv einzugreifen, wenn ihr eine andere Meinung habt oder noch ergänzen möchtet, dass wir so ein bisschen eine coole Debatte führen können, dass ein bisschen Action kommt, bewusst jetzt so gemacht, dass mal alle drei Stimmen gehören. Die Grundfrage auch im Programm, mit der möchte ich starten, kann man ein Unternehmen genauso dezentral, stabil und solide und sicher bauen, was eigentlich auch Bitcoin verspricht. Oder Bitcoin ist ein dezentrales, sicheres, stabiles, freies System. Kann man ein Unternehmen auch so aufbauen, Roman? Ich glaube, man kann das versuchen in gewissen Dingen. Das wird aber nicht in allen Dingen funktionieren. Die Hauptproblematik ist, dass wir umgeben sind von einem Fiat-System und das auch zum Teil bedienen müssen in Form von Steuern oder Arbeitsverträgen. Machen wir einen hypothetischen Fall auf, wir sind komplett an einem Bitcoin-Standard angekommen, unser globales Geld ist nur noch Bitcoin, Bitcoin ist knapp, technologischer Fortschritt sorgt für natürliche Deflation im Geldwert, im Geldpreis. Und das heißt am Ende, unser Geld wird ständig mehr wert. Wie sieht dann ein Arbeitsvertrag aus, der 10 Jahre läuft? Ja, jedes Jahr minus 2,5% Deflationsausgleich. Finde ich uncool. Ja, ist auch schwierig. Und ich glaube, dass die Bitcoin-Welt dann anders aussieht, wahrscheinlich projektbasiert, dass man wirklich sagt, hey, hier ist ein Projekt, das muss umgesetzt werden, dafür brauchen wir so viel Geld und so viele Leute, die daran arbeiten. Man bezahlt jeden einmal dafür und das ist der faire Deal. Und ich glaube, dass es viele gute Konzepte gibt, die zeigen, dass es schon geht und dass man sich daran tasten kann. Ich glaube aber, dass es heute so ein Mix ist. Und eine Sache, die ich gelernt habe in den Jahren des Unternehmertums, ist, wenn man sich die Fundamentals von Bitcoin anschaut, den Leitsatz oder die Leitsätze, die Bitcoin mitbringt und die auf sein Unternehmen versucht zu übertragen und das so gut zu machen, wie es nur geht, dann hilft das schon gemein. Zum Beispiel sowas wie Low-Time-Preference in allen Dingen. Also zu sagen, ich reagiere nicht auf jeden Fiat-Wahnsinn sofort, nur weil er es von mir einfordert. Heutige große Business-Models, die haben nur noch ein halbes Jahr Pläne oder ein Jahr. Also da sind 5-Jahres-Pläne schon utopisch und das ist halt dem Fiat-Geld und der hohen Zeitpräferenz geschuldet. Und wenn man als Bitcoiner versucht, vielleicht auch Bitcoin als Rücklagen zu haben oder eben seine Zukunftssicht auf Bitcoin ausrichtet, dann gibt einem das eine gewisse Ruhe und auch eine Art und Weise, das Unternehmen anders zu führen. Und ich glaube, wie gesagt, das ist ein Mix aus der heutigen Fiat-Welt, die man noch zu bedienen hat, und der Welt, auf die man zusteuert und die man versucht mit zu kreieren und zu definieren. Müsste man konsequenterweise, jetzt in der Schweiz ist das möglich, ich kenne Deutschland und die österreichische Steuerthematik nicht, Patrick, müsste man dann vielleicht nicht konsequenterweise als Unternehmen, als Bitcoin-Unternehmen sagen, so, ich muss meinen Steuersitz nach Zug versetzen, weil Zug akzeptiert Bitcoin. Ich weiß zwar nicht für Unternehmen, aber Private können ihre Steuern mit Bitcoin bezahlen. Müsste man nicht mal auch so beginnen, dass man sagt, wir wollen uns langsam eben aus diesem Fiat-System rausbrechen und in diese Bitcoin-Welt reinkommen, dass man sagt, jetzt in der Schweiz zum Beispiel, ich ziehe mit meinem Unternehmen nach Zug. Ob ich dann dort sitze, spielt keine Rolle. Ich muss einfach einen Unternehmenssitz haben. Das war ja unsere Überlegung am Anfang. Also wir haben überlegt, wo gründen wir unsere Firma? Zug war es. Jetzt nicht aus der Sicht von Steuern, weil ja, wir freuen uns auf den Tag, wenn wir Steuern zahlen müssen. Wenn wir uns mit dem rumschlagen, das heißt, wir haben Gewinn gemacht. Oder? Wir sind sehr, sehr early stage, wir sind auf Geld von außen noch angewiesen, deshalb diese Frage ist noch sehr weit weg. Aber die Konsequenz mit dieser Frage ist ja schon eine zentralistische Frage. Wo zentriere ich mein Business? Ja. So, die Grundfrage ist ja schon beantwortet mit Nein, mit dem, oder? Also, wir müssen einen Firmensitz haben, also zentral. Mhm. Aber wenn man weiterdenkt und dann so zu der Konsequenz, ja, definitiv. In der Schweiz dürfen wir, also ein Lohn darf nicht in Bitcoin ausbezahlt werden, auch nicht in Euro in der Schweiz. Schweizer Recht. 3/4 muss Schweizer Franken sein. Und
Ein Viertel kann sein Bier oder Bitcoin oder was auch immer, Naturalien oder welche Währung auch immer. Und diesen Schritt haben wir auch schon mehrmals überlegt. Das heißt für uns einfach Mehraufwand, und als Startup ist der Mehraufwand nicht unbedingt, was wir anstreben, sondern wir wollen ja ein Produkt für die Kunden. Aber definitiv ist das eine Überlegung, die man sich macht und mit der man sich beschäftigen sollte. Und eine logische Konsequenz wäre, dass man auch so viel wie möglich konsequent Bitcoin macht. Oder? Genau. Also, auch Bitcoin auszahlt als Lohn, ein Teil. Absolut. Da komme ich vielleicht zu dir, Julian. Du hast 20 Mitarbeitende. Du könntest ja wie sagen, okay, 80% vom Lohn kommt in Fiat, mit dem kannst du deine Miete zahlen, deine Krankenkasse zahlen, 20% oder der Sparbetrag, den wir vielleicht auf die Seite legen kann, kommt konsequenterweise in Bitcoin, trotz der hohen Volatilität. Dann ist man für mich auch ein, ja, dann wäre es dann schon fast mal, nicht perfekt, aber schon mal einen Schritt weiter, oder? Ja, klar, also, wir machen das nicht. wir halten tatsächlich, das ist vielleicht kontrovers, aber wir halten keine Bitcoins selbst als Firma, obwohl wir ja Firmen, andere Businesses onboarden und ihnen helfen, Bitcoin on the Balance Sheet zu nehmen. Wir selbst machen das nicht und wir bezahlen auch nicht Bitcoin als Lohn aus bei unseren Mitarbeitern, obwohl natürlich mehr als die Hälfte davon danach schreit, weil das sind ja Bitcoiner, die für uns arbeiten und die wollen eigentlich so viel Bitcoin wie möglich. Wir machen beides nicht. Warum? Und genau eben, was Patrick gesagt hat, es kreiert eigentlich unnötig Accounting-Aufwand, rechtlichen Aufwand, administrativen Aufwand, den wir nicht gebrauchen können. Wir müssen 100% unserer Energie, unserer Resources auf das Problem, das wir lösen wollen, und zwar einfachen Access zu Bitcoin zu geben für 8 Milliarden Leute auf der Welt. Und wir müssen alles da drauf setzen. Und was wir halt machen ist, wir sagen den Leuten, hey, es gibt eine gute App, da könnt ihr eure Fiat-Geld loswerden, die sie von uns verdient, und wir bieten Zero-Fee-Trading an. Also alle unsere Mitarbeiter können einfach gratis und so viel sie halt wollen. Manche wollen vielleicht 10%, 20%, manche wollen 90% wechseln, das können die ohne Gebühren machen. Das ist einer der Vorteile, wenn man für Relay arbeitet. So haben wir das quasi gelöst. Und eine spannende Story vielleicht eben für das andere Problem im Bitcoin halten als Firma selbst ist, als wir die letztes Jahr, war das, oder vorletztes Jahr, die 2,5 Millionen aufgenommen haben von Red Alpine, also geil, das erste Mal, weil wir wirklich Geld in der Kasse haben, oder? Und dann bin ich zum Verwaltungsrat, habe gesagt, so, 2,5 Millionen, wie viel machen wir davon in Bitcoin? Mein Vorschlag wäre 1 Million in Bitcoin direkt, oder? Klar. Damals war das vor dem November 21? Ja, das war, genau, das war damals im April 21. Okay, gut. Weiß nicht, vielleicht kann jemand nachschauen, was da der Preis war. Gehabt, bis 21. Ja, ab und down. Ich glaube eben, es wäre irgendwie so bei 30.000 gewesen. Also ich hätte damit mal sicher recht gehabt, eine Zeit lang, aber dann vielleicht wieder nicht mehr. Und das ist genau der Punkt. Und mein CFO hat dann einen Gegenvorschlag reingebracht und hat gesagt, nein, sicher nicht, wir machen gar nichts in Bitcoin, sondern wir teilen dieses Geld auf. Damals gab es noch Negativzinsen, wir teilen das auf 4 verschiedene Bankkonten und so weiter und so fort, halt the traditional way, oder, um Negativzinsen auszugleichen. Und er hat dann recht bekommen, also 5 von 5 Stimmen, nein, 4 von 5, ich bin auch im Verwaltungsrat, meine ging natürlich an diese Alternative, aber 4 von 5 Stimmen gingen in die andere Alternative, also habe ich es leider nicht durchgebracht, dass wir Bitcoin kaufen konnten. Aber es macht eben schon auch Sinn, weil als Startup hast du eigentlich nie mehr Runway als 18 bis 24 Monate, oder? Mhm. Sonst nimmst du zu wenig Risiko. Also wenn du 2,5 Millionen aufnimmst und damit dann 10 Jahre überlebst, ja, dann bist du kein Startup, weil dann nimmst du zu wenig Risiko. Und da in diesen 1 bis 2 Jahren ist halt die Volatilität von Bitcoin immer noch sehr hoch. Und aber ist vielleicht, Roman, du bist ja auch sehr aktiv. Und findest du nicht, dass man vielleicht sogar ein bisschen Bitcoin-Treasury halten sollte als Bitcoin? Ich meine, wir haben in den USA MicroStrategy, wir haben Tesla. Und ich finde das super spannend, was Michael selbst zum Beispiel macht, dass wir als kleine Anbieter auch eine Vorreiterrolle übernehmen sollten im Dachraum, jetzt in diesem Beispiel. Ich glaube, man muss hier einfach die Geschäftsmodelle unterscheiden. Wir sind komplett ohne Fremdkapital entstanden, organisch gewachsen, hat super funktioniert. Wir haben absolutes Glück. Es gibt sehr wenige, die das, was wir tun, erfolgreich geschafft haben. Und auf der anderen, Pioniere.
Wie bitte? Ihr seid Pioniere. Ja, und ich glaube, dass zum Beispiel Julians Business Model ein ganz anderes ist. Wenn du externes Geld aufnimmst, dann haben die Investoren gewisse Erwartungen. Wenn die Bitcoin kaufen wollen und darauf spekulieren wollen, hätten sie vielleicht selber Bitcoin gekauft mit dem Geld. Also die wollen natürlich das Geschäftsmodell nach vorne bringen. Wir wollen vielleicht lange überleben und haben auch in Zukunft nicht vor, auf Venture Capital Money angewiesen zu sein. Julians Geschäftsmodell baut darauf auf. Das ist einfach ein anderer Weg. Also ich glaube, das sind einfach differenzierte Betrachtungsweisen, und das muss man auch immer so wertschätzen, glaube ich, und auch damit leben. Also keins ist besser oder schlechter. Ich glaube einfach, es sind unterschiedliche Wege, und die erfordern auch unterschiedliches Handeln. Ich glaube aber auch, dass man im Endeffekt einzig klar machen muss, du hast es gerade gut angesprochen, ihr zahlt ja eure Mitarbeiter schon in Bitcoin aus, und wie wäre es, sollte man nicht irgendwo hin, wo man seine Steuern in Bitcoin zahlen kann, um irgendwie die Adoption auf diesem Wege nach vorne zu bringen. Ich glaube tatsächlich, dass das aus so einer Grassroot-Sicht genau der richtige Weg ist. Ich glaube aber, dass das scheitert an der Fiat-Welt. Ich glaube zum Beispiel, wenn alle Leute anfangen würden, Wege zu finden, ohne KYC Bitcoin zu kaufen, dann würde sich die Fiat-Welt was einfallen lassen, das zu verändern. Und das wird sie schaffen. Das wird sie schaffen, weil jeder Weg aus der Fiat-Welt raus hat irgendwo einen Gateway. Und früher oder später wird das kontrolliert werden. Man kann das, ein Teil der Menschen können das heute nutzen, solange das eben nicht zu viele werden und dem System nicht auf die Nerven geht, kann man, wenn man sich selber informiert, ohne KYC Bitcoin kaufen. Wenn man die breite Masse haben will, wird das niemals gehen. Das heißt, was beendet so ein Wahnsinn wie KYC, zu wenig Datenschutz, mangelnde Privatsphäre, die vom System eingefordert wird? Naja, nicht indem wir uns mit Katz und Maus spielen versuchen, als gesamte Gesellschaft dagegen zu wehren, weil unser System sollte eigentlich das abbilden, was unsere gesellschaftlichen Notwendigkeiten und auch Ansichten sind. Das heißt, wir müssen das System grundlegend ändern. Und das heißt, das machen wir als Gesellschaft. Und die Gesellschaft zu erreichen, geht eben erstmal nur aus dem System heraus. Das heißt, was ist der richtige Weg? Viele Menschen davon zu überzeugen, naja, sie müssen Bildung erfahren, sie müssen Bitcoin verstehen. Das ist der erste Weg über Sachen wie KYC, so ätzend ich KYC finde. Also ich will es auf gar keinen Fall in Schutz nehmen, und wenn es nach mir ginge, wäre es morgen schon abgeschafft. Ja, aber das Gesetz ist eben da, und solange das Gesetz da ist und mein Plan ist, inmitten der Gesellschaft Content über diese Themen zum Beispiel zu machen und Bildung zu machen, dann werde ich mich an das Gesetz halten müssen, so wie jeder andere auch. Wenn Julian jetzt sich morgen entscheidet, dass es einfach gar kein KYC in keinster Form mehr gibt, dann wird die App nicht in die Masse kommen und wird nicht das Ziel erfüllen, der Masse Bitcoin verkaufen zu können. Das heißt, die meisten dieser Probleme lösen sich dadurch, dass wir dem heutigen System, wie es heute funktioniert, den monetären Wert entziehen und durch einen Bitcoin-Standard eine Welt bekommen, wo das System solche Praktiken gar nicht mehr effizient umsetzen kann, weil es einfach finanziell gar nicht mehr möglich wäre, weil es einfach kein Geld mehr drucken kann. Und das ist auch an dieser Stelle Low-Time Preference. Das ist nämlich kein Ziel, was wir innerhalb von 2 Jahren erreichen. Und das ist wahrscheinlich auch nicht so, dass die Welt, wie viele Crash-Propheten denken, in 5 Jahren das Fiat-System global an die Wand gefahren ist und vorbei ist, sondern das ist ein sukzessiver Zustand, der durch Fiat immer schlechter wird. So wie die Sprüche der Großmutter: früher hat man für 5 Pfennig eine Kugel Eis gekauft, ja, und heute kostet sie 2 Euro. Das System ist nach meiner Definition in der Hyperinflation kollabiert, aber es ist noch da. Ja? Und das heißt einfach, der Zustand wird langsam immer schlechter, und Bitcoin ist der Gegenpol, der langsam alles immer besser machen sollte. Und deswegen glaube ich, ist das einfach ein Prozess, wo wir leider, so schlimm das ist, weil wir uns diese Strukturen geschaffen haben, diese Strukturen bedienen müssen, und deswegen auch nachvollziehen müssen, warum manche Unternehmen diese Wege gehen und auch heute Mitarbeiter noch nicht komplett in Bitcoin zahlen können. Und trotzdem ist es das langfristige Ziel, und irgendwann, und davon bin ich überzeugt, auch genau der Weg, weil wir Bitcoin für uns als Geld der Zukunft identifiziert haben. Zumindest denke ich, wir drei, die hier sitzen, oder wahrscheinlich wir 4. Es kommt eben auch schon drauf an, glaube ich, genau wie du gesagt hast, kommt vielleicht aufs Businessmodell drauf an, aber es kommt auf die Firma drauf an, ob du eben Mitarbeiter in Bitcoin bezahlst oder wie MicroStrategy oder Tesla zum Beispiel einfach Milliarden von deinem Balance Sheet in Bitcoin hältst. Und zum Beispiel eben MicroStrategy ist eine hochprofitable, sehr große, sehr etablierte Firma. Und ich glaube, diese Firmen, für die macht es absolut Sinn, nicht Milliarden in Fiat-Geld zu haben. Ich meine, beim Euro 8-10% Inflation, es dauert weniger als 10 Jahre, bis du deine Kaufkraft halbierst mit diesem Geld. Also macht es absolut Sinn, sich da mal zu überlegen, wenn du irgendwie ein Balance Sheet hast von 5 Milliarden, ja, mache ich dir mal 1-2 Milliarden oder irgendwie einen Prozentsatz zumindest in Bitcoin oder in andere Inflation-Hedges und gehe eben weg
von Fiat. Die haben andere Probleme. Die haben Hunderte von Millionen Reingewinn pro Jahr und Milliarden von Geld auf dem Bankkonto. Das sind Probleme, die dann Cash Reserves. Und das sind Probleme, die Bitcoin lösen kann. Wir haben nie wirklich viel Geld für lange Zeit und wir machen noch keine großen Gewinne. Das heißt, für uns machen solche Überlegungen noch nicht wirklich Sinn, weil wir einfach Geld aufnehmen oder reinbekommen im Umsatz und direkt wieder ausgeben für Wachstum. Und ich glaube, hier, wir machen es nicht die Überlegung, ja, wie sparen wir unser Geld und schützen es vor Inflation in den nächsten 10 Jahren. Aber Apple zum Beispiel oder Google, die müssen sich und die machen sich diese Gedanken ganz, ganz stark. Müssten wir, Roman, ich bringe eine kleine Geschichte aus der Schweiz, Alfred Escher, die ihn kennen. Alfred Escher, ein Älterer, der ist schon lange gestorben, der hat in der Schweiz sehr vieles bewegt. Der hat einen Gotthardtunnel gebaut, oder? Dass wir durch den Tunnel, durch den Gotthard durchfahren können, hat gemerkt, ich brauche für das Geld, hat die Credit Suisse, die damalige Schweizerische Kreditanstalt, entwickelt. Ah, meine Arbeiter brauchen eine Versicherung, also kam die Swiss Life, heutige, also die damalige Rentenanstalt. Ah, ich brauche Ingenieure, es entstand die ETH. Es war ein Unternehmertyp, ein Pionier, der sehr viel für das Land Schweiz gemacht hat. Müsste man oder könnte man als Bitcoin-Unternehmer nicht auch so, in der Kombination vielleicht auch, so eine Funktion übernehmen? Ich bin bei dir, es braucht sehr lange. Die Fiat-Welt ist, du hast es noch nicht ausgedrückt, ich finde, sie ist krank, sie ist extrem fragil, müsste man da vielleicht so eine Pionier, neben dem Geschäft auch eine Pionierrolle übernehmen können als Bitcoin-Unternehmer, um vielleicht eben ein bisschen den Gegenpol, dass ein bisschen mehr Tempo reinkommt, dass der Druck stärker wird mit Education, ganz, ganz wichtig finde ich, mit der Aufklärung, aber eben auch den Möglichkeiten, man kann zahlen, man kann sparen, man kann sich informieren, wir haben ja eigentlich alles schon da, aber eben. Die Frage ist halt, wie schnell soll das gehen? Ja. Und das ist die Geschwindigkeit, also ich glaube, die Fiat-Welt lehrt uns oder versucht uns immer beizubringen, dass wir schnell handeln müssen, schnell reagieren müssen. Ich glaube, dass es ein Symptom ist und ein Problem ist tatsächlich, weil das schnelle Handeln teilweise uns nicht die nötige Zeit zum Überlegen und zum Eruieren der richtigen Lösung zur Verfügung stellt. Ich glaube, dass man durchaus ein bisschen Tempo braucht in manchen Bereichen und ein bisschen vorstoßen muss, dass das aber auch gefährlich sein kann. Also angenommen, wir beenden Fiat zu schnell, dann kann das auch in einer Katastrophe enden. Wenn morgen das Fiat-System scheitert, weiß ich nicht, wer meinen Krankenwagen bezahlt oder die Polizei bezahlt oder die Feuerwehr bezahlt, wenn mein Haus brennt. Natürlich glaube ich schon, dass wir Menschen in der Lage sind, das auch ohne Fiat-System zu organisieren. Davon bin ich ganz überzeugt. Das braucht aber Zeit. Das braucht Zeit, bis sich eben sowas wieder an den Markt orientiert. Und ich glaube, auch hier ist Bitcoin ein Treiber. Wenn Bitcoin zur Konkurrenz, als Konkurrenzprodukt zu anderen Fiat-Währungen steht, dann werden die gezwungen sein, sich mit ihrer Performance an Bitcoin zu orientieren. Das bedeutet ganz einfach, unlimited Gelddrucken wird nicht mehr möglich sein, weil dann gehen diese Währungen kaputt. Also muss man den Geldwert wieder versuchen anzuheben. Die Zentralbanken tun das durch das Anheben des Leitzinses. Wir sehen das. Das ist das, wie die Fed jetzt gerade reagiert auf den Vertrauensverlust, den der Dollar während der Corona-Pandemie erfahren hat. Und im Endeffekt heißt das unter Umständen, dass eben Banken scheitern, Unternehmen scheitern, dass manche staatlich organisierten Lösungen wie Krankenhaus oder so oder als Gesundheitssystem sich nicht mehr gut finanzieren lassen. Und unter Umständen übergibt der Staat diese Dinge wieder dem Markt, nach und nach. Und so könnten wir eine Welt bauen und einen weichen Übergang hinbekommen. Und deswegen ist die Frage, wie schnell soll Bitcoin da sein? Also ich glaube, Bitcoin ist eine Lösung, und davon bin ich überzeugt, die in Tausenden von Jahren noch da sein kann. In hunderten Jahren und dass wir vielleicht, weil wir gerade zu sehr aus einer persönlichen Hoffnung heraus uns die schnelle, schönere Welt herbeiwünschen, uns aber klar machen sollten, dass die Welt auch ein fragiles Organ ist und dass jede Veränderung langsam passieren muss, eben wie bei jemandem, der eine schwere Erkrankung hat oder so, ist der Heilprozess meistens immer der Beste, der sukzessive und gesund vonstatten geht. Und alles, was übertrieben und schnell passiert, kann dem Körper auch großem Schaden zufügen. Und so sehe ich das hier eigentlich auch. Patrick, ich meine, wie siehst du das? Und vor allem bei dir wäre es noch spannend, oder? Payment, oder? Ich meine, wenn man da reinkommt und das wachsen kann, dann kann man sehr viel erreichen, kann ich mir vorstellen, weil wir müssen überall immer für alles zahlen. Vor allem, das sind so Kleinbeträge. Wie siehst du das? Die Geschwindigkeit auch? Ja, wenn man es realistisch sieht, dann sind wir definitiv nicht in einer Welt, wo wir ganz schnell das sehen, wie das sich entwickelt, gerade im Moment. Aber ich denke, der Schein kann trügen. Aktuell, wir sind ja nicht alleine. Lipa ist nicht eine Firma, wir sind die einzige Firma, die Payments macht. Wir sind auch nicht die erste.
Und es gibt ganz viele Entwicklungen und von außen sieht es vielleicht ganz langsam aus, aber was hinten dran passiert in all deinen Firmen, das sehen wir halt von außen nicht so genau. Und es macht auch keinen Sinn, alles zu erzählen, bevor es fertig ist. Man muss zuerst entwickeln und dann das Produkt rauszuhaben. Wenn man vorher darüber redet, ja, schön und gut, aber das Produkt ist noch nicht da, die Lösung ist nicht da. Und ich denke, im Moment passiert gerade ganz viel. Vor allem gerade auch Bärmarkt. Bärmarkt ist Zeit zum Bauen. Viele Firmen haben sich konzentriert und nicht sich beirren lassen, von was alles passiert ringsherum. Wir haben es auch ein bisschen so gesehen und wir haben entwickelt. Und ich denke, ganz viele Firmen haben das so gesehen und Innovation vorangetrieben. Und vieles wird dieses Jahr, nächstes Jahr rauskommen. Und ich denke, am Anfang von der Entwicklung der Zahlungen auf Bitcoin ist noch sehr neu. Jetzt hat alles ganz langsam, es ist voll neu, man probiert es mal aus, es fehlt, Leute gehen wieder auf, dann kommen sie wieder zurück nach einer gewissen Zeit und dann merken sie, ah, es ist doch viel, viel besser geworden, jetzt ist die Usability auch da. Und ich denke, diese Entwicklung passiert im Moment. Und um zur Frage zurückzukommen, eben innovativ sein und Dinge neu machen, also die Frage ist ja schon von allein beantwortet, wir machen ein Zahlungssystem, das keine Grenzen hat. Genau. Also in der Schweiz kennen wir Twint. Jawohl, nur in der Schweiz. Und Twint hat... Ist super. Also ich finde, also für mich hat es Lösung gebracht und dann, das ist ein Produkt, das mein Problem löst. Ist super, automatisch, oder? Und es hat aber seine Grenzen. Es hat mein Problem gelöst, ich will meinen Freunden einfach Geld senden. Hab gelöst. Telefonnummer eingeben, senden, fertig. So. Wenn deine Freunde Schweizer sind, wenn sie Ausländer sind, das ist ein Problem, genau eben oder? Die Grenze, das meine ich mit der Grenze. Genau. Es gibt eine Grenze, die Schweiz, und die andere Grenze ist, die andere Person muss Twint, diese App installieren. Gibt es da von mehreren Banken? Es gibt noch eine dritte Grenze. Es ist nicht Realtime, oder? Weil es wird erst End of Day verarbeitet. Jetzt zum Beispiel von der Credit Suisse wäre es die wirklich pleite gegangen. Yes. Hättest du am Nachmittag eine Zahlung gemacht und die Bank wäre pleite gegangen. Es ist ein Fake, oder? Es ist ein bisschen Fake. Man sagt, ja, es ist Realtime, man fühlt es. Und das ist das Schöne zum Beispiel beim Lightning oder beim Bitcoin. Ja. Es ist Tag weg und es ist bei mir. Instant Settlement. Ja, das Instant Settlement, ja. Genau. Aber es... Das war gar nicht so der wichtige Punkt von Twint. Absolut, es hat ein Problem gelöst auf eine neue Art und deshalb finde ich es eigentlich ziemlich cool. Aber ich denke, es hat halt seine Grenzen. Innovativ sein und das weiterzudenken, wie du gesagt hast, mit dem Gotthard und dann haben sich ganz viele Dinge entwickelt. Bei Twint sehe ich das nicht so, genau. Dieses Potenzial. Und bei Bitcoin haben wir dieses Potenzial einfach gegeben. Es ist einfach, es gibt gar keine Grenzen. Es ist einfach... Das Internet ist die Grenze, ja, vielleicht, aber wenn man kein Internetempfang hat, dann hat man gewisse Probleme, die man lösen muss dann. Aber solange man Internetzugang hat, ist man mit Bitcoin connected und man kann alle erreichen. Und ja, das finde ich die Power. Ja, und vielleicht auch dazu zur Einordnung, was ich vorhin sagte, es sollte nicht zu schnell gehen. Damit meine ich eben nicht solche Lösungen oder Innovationen in diesem Bereich, sondern wirklich die systemische Veränderung. Ich glaube schon, dass genau sowas nämlich notwendig ist, Innovationen nach vorne zu treiben, auch die Masse überhaupt bedienen zu können oder wie auch Relay das macht. Also es ist schon notwendig und das kann aber eben auch unter Umständen zu schnell gehen, aber für das einzelne Unternehmen sehr schädlich sein, wenn man ein schlechtes Produkt hat. Also, absolut. Und da glaube ich, das war das, was ich mit den Bitcoin-Leitsätzen meinte, also nicht nur Low-Time-Preference, sondern auch Qualität über Quantität zu stellen und solche Dinge eben. Und vor allem auch, dass wenn es zu schnell geht, dass man die Leute verliert, den Endkonsumenten, oder dass eben vielleicht, weil es halt noch nicht alles perfekt ist, wir haben noch nicht die beste Usability, wir haben da noch ein paar Schwierigkeiten, dass man dann plötzlich frustriert ist und dann plötzlich sagen, die Masse sagen, es ist doch, es ist ja nur Scheiße, oder? Ich glaube, das ist eine riesen Herausforderung auch als Bitcoin-Unternehmer, auf der einen Seite Education zu betreiben, auf der anderen Seite schauen, dass wir eine Adaption hinbekommen und dass die Menschen dann auch den Nutzen und den Vorteil erkennen und sagen, yes, es löst ein Problem für mich. Und ich glaube, wie geht man mit dem um? Eben auch zum Beispiel du, Julian, du bietest die Möglichkeit an, dass man Bitcoin einfach sparen kann. Es gibt Leute, die dann dummerweise vielleicht mit die 12 Wörter, also den Seedphrase vergessen. Es gibt vielleicht im Chat dann Reklamationen, Scheiße, Bullshit. Also wie geht man damit um, dass man eben auch die Masse nicht verliert, dass man sie langsam in diese Welt hineinbekommt? Was ist da herausfordernd?
Ja, genau. Es gibt ganz viele Herausforderungen auf ganz vielen verschiedenen Levels, weil wir ja mit einer neuen Technologie arbeiten. Die ist keine 20 Jahre alt, ist nicht mal 15 Jahre alt, die Technologie. Also die Technologie selbst ist noch sehr komplex und schwer zu nutzen. Und dann obendrauf baust du weitere Technologien in Form von Startups, die auch buggy sind und die auch früh sind und so weiter. Und das resultiert natürlich in ganz vielen Herausforderungen. Aber ich glaube, grundsätzlich so als Modell zeigt sich ja immer bei neuen innovativen Technologien, die die Welt verändern, ist es am Anfang immer weniger gut als die bereits etablierte Technologie. Und dann macht es aber eine Kurve innerhalb von so üblicherweise 10, 20 Jahren und ist dann ein Vielfaches besser, oder? Ein gutes Beispiel ist MP3 versus CD. Eine CD hat viel bessere Qualität an Musik geliefert und MP3 am Anfang nicht, aber dann mit der Zeit war MP3 hat dann viel bessere Musikqualität geliefert, oder? Und so wird es bei Bitcoin auch sein, dass die Leute merken, jetzt ist das noch weniger gut als Geld. Ich meine, es ist ja so volatil und irgendwie es geht, es dauert ja 10 Minuten, bis ich das eben irgendwo hinschicken kann und dann kostet das viel und ist ineffizient und hahaha, oder? Dann belächeln es die Leute. Aber Leute wie dann, oder Firmen wie Lipa, die an Lightning arbeiten, wissen jetzt schon, dass in 10 Jahren wir dann über das Fiat-System lachen, weil eben jetzt kann Visa, Mastercard 50.000 Transaktionen pro Sekunde verarbeiten und Bitcoin nur 7 pro Sekunde. Aber eben mit Lightning kann Bitcoin da in 1 Million plus pro Sekunde und dann sind wir dann viel besser als das. Aber ich glaube, genau das ist die Rolle von uns Unternehmern, glaube ich, diese Technologien frühzeitig schon zu erkennen und zu kommerzialisieren, bevor es eben alle checken. Oder jetzt checken es so die 10-20% der Leute, die hier in diesem Raum sind und in 10 Jahren wird es für alle alltäglich sein. Und das ist die Herausforderung, jetzt schon an was zu arbeiten, wo wir eigentlich noch zu früh sind und wo die meisten eigentlich das noch mit Missverständnis ansehen. Und ja, wir auf diesem Weg werden wir viele Kunden gewinnen und ganz viele Kunden auch wieder verlieren, weil das noch etwas vor der Zeit ist eben. Aber es ist trotzdem wichtig, dass wir uns jetzt positionieren, jetzt unseren Namen machen, jetzt Geld und Human Capital da reinfließt, damit wir dann in 5 bis 10 Jahren ready sind und dann sind wir die Gewinner. Education ist ein extrem wichtiges Thema, das hast du auch erwähnt. Und ich glaube, das ist für mich auch, also ich sehe diese Herausforderung, viele Menschen interessieren sich nicht fürs Geldsystem. Die wissen nicht einmal, dass sie zu viele Gebühren bezahlen bei den Banken. Denen ist nicht bewusst der Unterschied zwischen nominal und real, oder? Das heißt, realmäßig, du, auch wenn du ein bisschen Zins bekommst, real, nach Abzug der Inflation machst du ein Verlustgeschäft, du könntest vielleicht deine 100er-Noten aus dem Fenster schmeißen, ist das Gleiche. Also wir haben die Herausforderung, den Menschen aufzuzeigen, wie unser Finanzsystem kränkelt. Eigentlich inflationär ist seit Jahrzehnten. Auf der anderen Seite müssen wir ihnen eine neue Technologie erklären, wie das funktioniert, be your own bank CEO, oder wie du eine Sicherheit, ein Sicherheitsdispositiv aufbauen musst für dein Seed Phrase und so weiter. Ich finde das recht herausfordernd. Habt ihr eine Unterlösung als Unternehmer, wie man eben dieses Wissen so verpackt an die Konsumentinnen und Konsumenten weitergeben kann, dass man es A versteht, B sich da beginnt, sich zu interessieren und dann C vielleicht sagt, ich mache einen Sparplan, ich informiere mich bei dir, ich mache mal eine Bitcoin, eine Lightning-Payment-Zahlung, was ja alles einfach ist. Vielleicht bei dir? Ich denke, der einfachere Weg ist über einen Real Pain, über einen wirklichen Schmerz an die Leute zu gelangen mit einer Lösung für diesen spezifischen, das spezifische Problem und über das dann zum Gewissen kommen, also dass die Leute so merken, dass da irgendwie noch mehr dahinter steckt. Wenn man Leuten einfach sagt, hey, das ist viel besser, aber das nicht wirklich ihr Problem löst, dann ist es auch schwierig, da irgendwie Zugang zu finden. Mhm. Aber wenn man es schafft, ein wirkliches Problem als Startpunkt zu nehmen, dann sind Leute auch normalerweise schnell mal bereit zuzuhören. Mhm. Und ich glaube, das ist so der erste Schritt, oder? Und ich weiß nicht, wie du es siehst, Roman. Du bist ja der dann weiter redet, sobald das Problem. Bei dir landet ja jeder irgendwo, wo auf Google eingibt, was ist Bitcoin, wie funktioniert Bitcoin, warum Bitcoin, was ist krank und so ein Geldsystem. Du landest fast immer bei dir irgendwo. Du bekommst ja nicht nur die Bitcoin-Fans, sondern auch wahrscheinlich sehr, sehr viele Newbies, oder? Ja, absolut. Ich glaube, das ist auch die Stärke von uns.
Und da positionieren wir uns auch. Ich wollte immer das Ziel verfolgen, eben die breite Masse zu erreichen. Es gibt super tolle Inhalte für verschiedenste Fachbereiche, ob es jetzt die Technik im Deep Dive ist, welche Verschlüsselung wird wo verwendet. Und, ne? Das ist aber nicht der Content, mit dem man die breite Masse erreicht. Also mein Ziel war es immer, die Inhalte, diese komplexe, und wir sprechen nicht nur von Technologie, das ist eben ganz wichtig zu verstehen. Also Bitcoin ist so viel mehr als das. Es ist Physik, es ist Ökonomie, es ist Ökologie, es ist alles eben. Sozial, es ist alles. Crazy, ja? Oder? Und das ist, glaube ich, auch die Schwierigkeit, die breite Masse heißt, es sind sehr viele Menschen mit sehr unterschiedlichen Problemen, sehr unterschiedlichen Bildungsständen und da jeden abholen zu können, es zu schaffen, dass ein Akademiker dir im selben Moment zuhört, wie einer mit einem niedrigen Bildungsabschluss, wie einer mit einem geringen Gehalt oder gar keine Arbeit und allen vor dem Bildschirm das gleiche Gefühl von einem Verständnis, von einer Begeisterung für das Thema auszulösen. Das ist, glaube ich, die Schwierigkeit. Und hier ist, wie du es richtig gesagt hast, der Weg, jeder hat einen eigenen Zugang zu Bitcoin, der ist völlig unterschiedlich. Jeder hat eine eigene Problemstellung und auf all diese Problemstellungen kann wegen dieser Vierschichtigkeit Bitcoin in irgendeiner Form die Antwort sein. Mhm. Man muss das einfach herausfinden. Man muss herausfinden, was sind die Nöte, die Probleme der Menschen und damit auch dienen. Und so ein bisschen, man sieht das mittlerweile, die Finanzwelt, wenn die wirbt, ich habe jetzt irgendwie so Revolut und Scalable und so, da sieht man mal so Werbeplakate, irgend so eine Banane, wo die Hälfte abgeschnitten ist und dann, oh, die Inflation, bei uns kein Problem. Und na, also das sind schon diese Themen und die versuchen das auch, nur bieten die halt die Lösungen, die das ganze Problem eigentlich nur noch schlimmer machen. Und dieses Verständnis muss man halt irgendwo schaffen, dass es nicht darum geht, mehr Fiat, mehr von dem zu machen, was man gerade so schlecht findet, sondern erstmal auch die Sensibilität dafür zu schaffen, wo kommt das Problem her. Und ich glaube einfach, dass viele Menschen sehr offen sind für das Thema, aber dadurch, dass diese Lösung Bitcoin in noch nicht so vielen Köpfen angekommen ist, es schwierig ist, sie auch zu erkennen als Lösung. Also ich glaube, so ein Revolut wird dir dann nicht als erstes Bitcoin empfehlen als Inflationsschutz, sondern irgendeinen tollen ETF, der irgendeinen Index über die Wirtschaft abbildet, die durch einen Cantillon-Effekt wiederum von Fiat-Geld profitiert. Ja. Und das ist natürlich eine tierische Verschiebung im Markt und das ist ja auch genau das, was wir sehen, diese Blasenbildung im Immobilien-, im ETF-Bereich, die entsteht genau da, weil die Leute diese Nöte haben. Und ich glaube, das muss man irgendwie schaffen, da reinzukommen und denen zu erklären, hey, Bitcoin kann genau dafür eine Lösung sein und zwar nicht nur für dein Portfolio, sondern viel fundamentaler als wirklich Problemlösung für das Fiat-System an sich. Und das ist die Besonderheit. Vielleicht ein kurzer Aufruf. Ich mache in 5 Minuten etwa bei den Kanal auf, da ist das Mikrofon. Also überlegt euch coole Fragen. Wir haben 3 Top-Unternehmer hier, die schon lange dabei sind im Bitcoin-Space. Ihr dürft alles fragen. Sie werden euch alles beantworten. Das garantiere ich euch, sonst komme ich mit dem Hammer. also nutzt die Chance, an Roman, Julian, Patrick Fragen zu stellen, auch kritische Fragen. Die fehlen oftmals bei so Bitcoin-Events ein bisschen die Kritik. Ich könnte jetzt ein bisschen böse Fragen stellen. Mache ich dann so noch. Ja, was ist, wenn unser lieber Regulator weiterhin dumm tut? Oder? Wir haben jetzt Mika, die Firma in der Schweiz sagt, statt 1000 Stutz pro Tag, 1000 Franken im Monat. Es ist überhaupt nicht technologieneutral, wie man es eigentlich erwartet in der Schweiz. Die USA, das White House hat auch schon komische Papers rausgelassen. Man spürt überall den Kampf, ein bisschen der böse Bitcoin. Wir müssen unser etabliertes Fiat-System, das eigentlich krank ist, dass man einfach nicht offen zugeben will, dass es krank ist, dass es schwächelt, dass es fragil ist, zugeben. Das ist eine Gefahr. Das könnte auch eine ganze Industrie, wo jetzt da am Entstehen ist, zum Schwanken bringen. Das muss man sich als Unternehmer auch überlegen. Mit welchen Gefahren muss ich mich auseinandersetzen und Risiken? Ich möchte vielleicht bei dir starten und dann gerne von Julian noch dazu was hören und dann so weiter. Also der erste Punkt ist ja zuerst mal, wenn man wir sind ja in der Schweiz als Firma und in der Schweiz sind wir nicht die einzige Firma, die im Bitcoin-Space ist und auch nicht die einzige, die im Krypto-Space ist. Jetzt mal verallgemeinern, das ist ja die verallgemeinerte Sicht vom Regulator schlussendlich, Krypto-Space. Und wenn man schaut, wie groß das Volumen ist, was in diese Firmen in der Schweiz geflossen sind, wie viele Leute mittlerweile in diesem Space arbeiten, wenn man das gegenüberstellt, gegenüber der Regulation, dann kann man eine Risikoabschätzung machen, wie hoch ist es die Wahrscheinlichkeit, dass die Schweiz sich entscheidet, diesen Sektor einfach abzuschneiden. Dann gehen Jobs verloren, Geld geht raus aus der Schweiz, Innovation geht weg. Diese Frage muss sich auch der Regulator stellen, weil sonst kriegt er auch eins auf den Deckel. Oder? Und ich denke, dass es so
krass reguliert wird, dass wir nicht mehr arbeiten können, finde ich unwahrscheinlich aktuell. Jedenfalls in der Schweiz. Das ist einfach zu groß schon, oder? Genau. Zu mächtig. Genau. Dass es schwieriger wird, ja. Sie können einfach noch mehr fast Steine in den Weg werfen, oder? Genau, ich finde, es ist fast garantiert für uns, dass es schwieriger wird. Aber das ist auch nicht so speziell. ich glaube, alle Firmen, ich war auch früher in der Pharmaindustrie, die haben auch ganz viel Regulation. Und trotzdem gibt es Innovation, gibt es neue Produkte und trotz der Regulation. Und ich glaube, das ist wieder die Frage, was ein Unternehmer. Ich glaube, Kreativität ist wichtig. Vielleicht manchmal auch im Graubereich und dann. Da ist der Ort, genau. Und Bitcoin ist ja von Anfang an so in dem Bereich gewesen. Es wird immer weniger Graubereich. Und es hat, wie jede Münze hat zwei Seiten, oder? Regulation, ich finde es nervig. Ich muss mich gerade aktuell mit dem rumschlagen, ein SRO-Thema. Anderes Thema für einen anderen Call. Viel Spaß. Was die andere Seite ist, ist natürlich die Legitimation. Das Wort kommt mir gerade nicht richtig aus. Aber es wird legitim, auch für alle anderen, die jetzt noch nicht Bitcoiner sind. Wenn das offiziell reguliert ist, heißt es auch, dass es offiziell ist. Es ist nicht mehr ein Graubereich. Viele Leute, die ein bisschen risikoscheu sind, werden sagen, das Graubereich ist nicht wirklich, ist keine richtige Währung, ist nur so halb. Und wenn es dann reguliert ist, ist dann offiziell eine Währung. Mhm. Irgendwann. Und dann denken die Leute, das ist eine Währung. Dann werden sie nicht mehr hinterfragen, ob das eine Währung ist oder nicht. Dann werden sie sagen, das ist eine Währung und interessant und ich kann mit der weltweit und so weiter. All diese Vorteile werden dann viel klarer für die Leute, die jetzt noch. Julian, du musst dir auch Gedanken machen mit Risiken. Du kannst nicht nur schauen, wo kann ich gewinnen, wo kann ich neue Kundinnen und Kunden holen, sondern als Unternehmer musst du dich eben auch mit den Risiken auseinandersetzen. Mit was für Risiken, was hast du bei dir auf dem Radar, wo du sagst, da habe ich nicht Angst, aber Respekt oder da müssen wir uns wirklich gut aufpassen. Ja, ich glaube auch eben, wie schon gesagt wurde, das Bitcoin ist zu groß, um wirklich verboten zu werden und oder absolut wegreguliert zu werden. Das wäre natürlich das größte Risiko für uns als Unternehmer in der Bitcoin-Industrie, dass einfach die Industrie quasi wegreguliert wird und dann haben wir nichts mehr zu tun. Also das sehe ich als sehr kleines Risiko mittlerweile, weil es einfach wirklich zu groß, zu global, zu decentralized auch ist, um es zu verbieten. Dann eben, wie du auch schon angesprochen hast, im Inland, in der Schweiz, und im Ausland, für uns jetzt relevant wahrscheinlich EU, gibt es natürlich Herausforderungen. Im Inland ist es eben genau, dass dieses Limit von 1.000 Schweizer Franken pro Tag und 100.000 pro Jahr, dass man eigentlich ohne KYC Fiat-Geld in Bitcoin und wieder zurück tauschen kann. Das ist jetzt schon unfair, weil andere, zum Beispiel Gold, kann man bis 5.000 am Tag und 100.000 im Jahr irgendwo auf einer Bank oder auf einer Tauschbörse mit Fiat zu Gold und wieder zurück tauschen, ohne KYC zu machen. Und eigentlich will ja die Schweiz technologieneutral Finanzmarktgeschäfte regulieren, ist jetzt aber in diesem Fall nicht der Fall. Und es wird eben nächstes Jahr wahrscheinlich sogar noch schlimmer, dass eben diese Limite für Bitcoin und Krypto, nicht für die anderen Asset Classes, nochmal runtergeht. Also da ist Druck in der Schweiz selbst und in Europa und in der EU ist ganz klar das MiCA-Thema, oder das noch nicht ganz klar ist. Also es ist jetzt seit letzter Woche ganz klar, dass es kommt und es ist auch klar, wann es kommt, und zwar in den nächsten 18 Monaten muss eigentlich jedes Land in der EU eine solche Lizenz anbieten, eine MiCA-Lizenz. MiCA ist eben dieser neue Framework, Markets and Crypto Assets, der für alle EU-Länder gilt, und auch in diesen 18 Monaten muss jede Firma, die in EU-Ländern eben Geldwechselgeschäfte, wie jetzt zum Beispiel wir anbieten möchten, muss sich da einer solchen Lizenz anschließen, oder? Aber alles andere ist eben noch nicht so wirklich klar. Ja, was kann man denn mit dieser Lizenz machen? Wie viel kostet es denn, so eine solche Lizenz zu holen? In welchem Land macht es Sinn? Und so weiter und so fort. Das ist alles noch sehr unklar. Also immer noch nach über 10 Jahren haben wir unklare Regulierung in diesem in dieser Industrie, aber die Hoffnung ist eben, dass wirklich dann, wenn das alles durch ist, sagen wir jetzt mal in 2 Jahren from now, dass es europaweit oder zumindest EU-weit eine Regulierung gibt, die einfach ganz klar sagt, okay,
das brauchst du mit dieser Regulierung und dann kannst du eigentlich auch alles machen. Und das wird zur Folge haben, dass es weniger Player gibt, was schlecht ist für die Diversität, für die Competitiveness in der Bitcoin-Industrie und weniger Innovation, weil es halt viel schwieriger wird. Für uns war es vor 3 Jahren ziemlich einfach, die Firma zu gründen. Das könnten wir in 2 Jahren nicht mehr so machen. Hat aber auch Vorteile, wie du gesagt hast, es legitimiert halt das Business und es ist immer so, dass die Regulatoren, wenn es neue Innovationen gibt, neue Märkte, neue Firmen, dass die zumindest mal ziemlich hart reguliert werden, dass die Entry Barriers, also die Wege, wie man überhaupt reinkommen kann als Firma in diese Industrie, erschwert werden und dass das Geld kostet dann, also dass man Geld zahlen muss, um die Lizenz zu kriegen, Geld zahlen muss jedes Jahr, damit man die Lizenz behält und so weiter und da, so machen die halt dann auch wieder Geld. Jetzt haben Schweizer über europäische Richtlinien gesprochen, das kann nicht sein. Jetzt muss ich einen Europäer fragen aus Deutschland, wirklich short and sweet, dass ich noch eröffnen kann. Du hast das hier bestimmt 100% genau verfolgt, was Mika, was da rausgekommen ist. Wie beurteilst du das? Weil Regulierung heißt ja teilweise auch Rechtssicherheit, Schutz. Was ist deine Meinung zu Mika, was eben hochaktuell ist? Ja, also ich stehe dem Thema hochkritisch gegenüber, muss ich ehrlich sein. Ich glaube tatsächlich, dass die Legitimation ja nur im Rahmen der Wiedereinschränkungen der Länder passiert. Das heißt, wenn die Länder gar keine Einschränkung machen würden, bräuchte ich auch keine Legitimation von ihnen. Also ist es jetzt eher, man hat eine ungünstige Situation künstlich geschaffen und schafft innerhalb dieser ungünstigen Situation wieder eine bisschen bessere Situation. Also das ist halt irgendwie ein Arbitrage, der am Ende trotzdem ineffizient ist. Ja. Und ich finde das, was Julian sagt, komplett richtig. Es ist eine unfaire Marktbedingung. Man muss jetzt, je nachdem, wo man diese Lizenz macht, sehr hohe Summen aufrufen. Das wird vielen Startups das Leben schwer machen. Das wird auch diese Startups abhängig machen von Fiat-Geld, von Fiat-Investoren. Und die nächste Problematik, die ich gerade bei Bitcoin sehe, ist, als Bitcoin-Only-Company, wie ich das eingangs sagte, ist der Cashflow meistens relativ gering. Das heißt, der Anreiz, jetzt auf einmal statt Bitcoin Krypto zu machen, weil man eine Lizenz hat, die alles abdeckt, der wird auf einmal viel, viel größer. Das heißt, wir werden viel mehr auch Krypto-Quatsch sehen, der eine anscheinende Legitimation durch eine Mika-Lizenz haben kann, obwohl eigentlich nur Stupid Money und Funny Money, welches schnell entwertet, da reingepumpt wurde. Und so Anreize geschaffen werden, eben schlechte Produkte an den Markt zu bringen, wo die Leute aber denken, naja, steht Mika drauf, Mika lizenziert, wird schon gut sein, wenn ich jetzt den Bananencoin kaufe. Und ich glaube, das könnte dann einen großen Frust in der Gesellschaft auslösen, weil sie eben in Scheiße investiert haben. Ja, natürlich. Und ich sehe genau diese Probleme. Das heißt, auch hier sehe ich volles Versagen auf Regulationsebene. Man brüstet sich damit, dass man jetzt etwas geschaffen hat, einen Rahmen geschaffen hat, der den Amerikanern weit voraus sein soll. Ich muss ehrlich sagen, ja, in den USA ist die Situation ein bisschen unsicher und ja, die Unternehmen, die teilweise 100 Milliarden eingesammelt haben, sitzen da jetzt und müssen 10 Millionen Strafe zahlen. Das ist natürlich sehr schlimm, wenn die SEC die jetzt anklagt. Das sei mal alles dahingestellt, aber ganz unabhängig davon haben die eben einen deutlich freieren, einfacheren Markt jetzt noch. Und eigentlich kann man nur hoffen, dass es so bleibt, weil ich glaube, jedes Mal, wenn man als Gesellschaft auf die Nase fliegt, weil ein Produkt doch schlecht ist, weil es nicht reguliert war, ist das ein Lernprozess, den wir brauchen, um uns individuell und mit Eigenverantwortung auch in Zukunft für unsere Investments entscheiden zu können. Und ich brauche da keinen Staat, der mir vorgibt, in welchem Rahmen ich handeln darf, weil ich zu dumm bin, zu überleben alleine. Ja, so. Und das sehe ich einfach tatsächlich ein bisschen so. Und ich sehe die Mika-Regulierung als großes Ärgernis, als Hindernis für Innovation, für die Diversifikation, für den freien Markt. Also es ist in meinen Augen eigentlich eher eine Katastrophe als ein Nutzen. Ja. Cool. Gibt es Fragen? Wenn es Fragen gibt, gerne dann ans Mikrofon. Come on, guys. 3 Top-Unternehmer. Da ist eine Frage. Rino, Roman, Patrick und Julian, darf ich euch die Elisabeth vorstellen? Hi. Sie hat eine Frage an euch. Wie sieht meine Bitcoin-Welt aus, wenn ich 18 bin? Sie ist gerade erst 6 Monate alt. Ja. Gute Frage. Super Frage. Also, das darf ich? Ja, unbedingt. Ja. Also wenn dein Papa dir das Taschengeld und jetzt schon den Bitcoin-Sparplan einrichtet, dann wirst du wahrscheinlich mit 18 Jahren von deinem Papa keinen direkten Zugriff auf das Geld bekommen. Das ist schon der Fall. Weil, dann hast du schon wahrscheinlich ausgesorgt. Also das ist jetzt eine persönliche Prognose, aber ich glaube, alles, was man heute an Bitcoin akkumulieren kann, könnte in Zukunft im Verhältnis zum Bedarf an Bitcoin eine gewaltige Summe sein. Und ich glaube, man unterschätzt, dass viele denken, ah, ich bin zu spät dran, ich werde nur 0,01 Bitcoin besitzen können oder 0,1 Bitcoin, weil ich nicht mehr Geld habe. Ich glaube, auf Weltebene gesehen ist das eine gewaltige Summe. Ja, also man darf nicht vergessen,
unendlich geteilt durch 21 Millionen. Und das ist einfach der Fall. Und ich glaube, 18 Jahre ist eine lange Zeit. Bitcoin gibt es erst seit 14 Jahren. In der Zeit kann es sehr, sehr viel Entwicklung geben. Also das ist meine Einschätzung. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ja. Wie ist noch jemand ergänzen? Ich sehe das jetzt wohl genau gleich. Teile ich 100%. Ja, ich würd vielleicht auch noch sagen, eben, dass jetzt anfangen zu sparen, kann einen riesen Unterschied machen. Trotzdem glaube ich nicht, dass in 18 Jahren es keine Fiat-Währungen mehr gibt. Also ich glaube nicht, dass in 18 Jahren Hyper-Bitcoinization und alles ist nur noch Bitcoin-based und Euro und US-Dollar sind von gestern. Ich glaube, das wird nicht passieren, das kann nicht passieren, weil zu viel Macht und zu viel Einfluss noch da drin ist und weil man immer unterschätzt, was langfristig passieren kann, also wie überschätzt, was kurzfristig passieren kann. Also wir überschätzen das total. In 10 Jahren wird die Welt nicht viel, viel anders aussehen als jetzt. Und in 18 Jahren werden wir immer noch Fiat-Geld haben, aber es wird eine schöne, so Parallelsysteme geben. Das eine ist inflationär, das andere ist disinflationär. Das eine ist fürs Ausgeben gedacht, das ist Fiat-Geld, und das andere ist fürs Sparen gedacht, und das ist Bitcoin. Und jetzt kann man einfach noch sehr günstig eben für unsere Kinder können wir diese Sparpläne starten, und dann können sie mit viel finanzieller Freiheit ins Erwachsenenleben starten. Da ist schon die nächste Frage, gerne. Frage an Roman. Du hast gesagt, ihr spart eure Einlagen im Unternehmen auch in Bitcoin. Und könntest du das ein bisschen ausführen, wie ihr das macht, welche Plattform und so weiter? Das würde mich interessieren. Ja, das ist ja das Dilemma, was ich habe. Ich habe ja keine Bitcoin. Ich glaube, dass die Strategien, die es da gibt, sehr individuell sein können. Das Sparen in Bitcoin ist eben so eine Sache. Es gibt ja zwei Möglichkeiten, an Bitcoin zu kommen. Einmal dafür zu arbeiten. Und die andere ist, Bitcoin zu kaufen. Ja. Tatsächlich den Kaufprozess als Unternehmen durchzuführen, ist gar nicht so leicht. Das ist auch genau der Grund, warum Relay da an einer guten Lösung arbeitet. Es ist tatsächlich so, dass es bis dato sehr wenig Unternehmen gab, die es überhaupt angeboten haben. Und die, die das für Unternehmen angeboten haben, die wollten wirklich alles von einem wissen. Also wirklich von... Da muss man dann hinlegen, was verdient jeder Mitarbeiter. Ein Unternehmen, ich nenne das mit dem B jetzt nicht, hat sogar von uns die Geschäftsführer Arbeitsverträge eingefordert, solche Dinge. Ja, also das ist wirklich katastrophal. Und da habe ich halt irgendwann auch gesagt, ja gut, das dann halt nicht, also wenn es noch nicht geht. Aber mir war auch klar, dass es eine Frage der Zeit ist, bis es eine Situation gibt, wo das geht. Es gibt natürlich gerade im Bitcoin-Bereich immer wieder Unternehmen, die sehr, ihr Geschäftsmodell sehr auf Bitcoin ausgerichtet haben und tatsächlich Bitcoin einnehmen, Bitcoin ausgeben und die einen auch in Bitcoin bezahlen, und das kann man dann zum Beispiel zum Hodeln auf die Seite legen. Da muss man einfach immer nur aufpassen, dass man auf der Fiat-Seite genug Geld hat, um liquide zu bleiben, Mitarbeiter zu bezahlen und solche Dinge. Und ich glaube halt, man darf eben nicht vernachlässigen, dass es hier trotzdem Nachweispflicht gibt, Mehrwertsteuer, all diese Dinge, die man zahlen muss und auch erfassen muss. First in, first out. Meine Empfehlung an der Stelle, wenn man das als Unternehmen machen möchte, man sollte sich einen guten Steuerberater suchen, der sich wirklich viel mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Das ist das A und O. Das kann sehr, sehr wichtig sein. Aber das kann auch ein massives Vehikel sein, die Steuern sehr sinnvoll für sich zu nutzen. Ja, also ein Vorteil, den Bitcoin hat, für uns als Privatperson, zumindest in Deutschland, nach einem Jahr Haltefrist sind sie steuerfrei. Und als Unternehmen gilt das nicht. Das heißt, wenn ich als Unternehmen Bitcoin halte, dann kann ich es auch 10 Jahre halten, dann gilt auch First in, First out. Kaufe ich Bitcoin bei oder erhalte ich Bitcoin bei 10.000 Dollar und Bitcoin geht auf 1 Million, dann habe ich 990.000 Dollar oder Euro Gegenwert zu versteuern als Gewinn. Also das kann dann auch heftig sein und das ist dann auch viel Geld, was man abgeben muss. Das muss einem bewusst sein. Und auf der anderen Seite, und das ist hier keine Empfehlung, kein Tipp, und das muss man mit seinem Steuerberater klären, kann das auch umgekehrt passieren. Man bekommt Bitcoin bei 100.000, dann fällt Bitcoin auf 10.000 und dann verkauft man es mit einem Verlust. Und dann hat man als Unternehmen etwas, was man seinem Gewinn gegenüberstellen kann. Und man kann sich vielleicht diesen Verlust als Darlehen auszahlen, privat Bitcoin kaufen, nach einem Jahr steuerfrei verkaufen mit einem Gewinn und das wieder einzahlen oder so, das Darlehen zurückzahlen. Also solche, ne, also das soll ja keine Steuerberatung sein, aber es gibt schon heftige Modelle. Da muss ich aber auch dazu sagen, wir haben das bis dato nicht gemacht. Wir haben da auch Respekt vor. Aber ich glaube, ab einer gewissen Unternehmensgröße und mit den richtigen Strukturen kann das auch einen massiven Marktvorteil für dein Unternehmen bedeuten. Ja? Also das einfach an der Stelle. Ja, und es ist tatsächlich, dass wir eben eine
große Nachfrage danach sehen. Deshalb haben wir das auch gehabt. Wir sind jetzt live gegangen mit den ersten Kunden aus dem SM, also KMU-Sektor. Weil es ist spannend eigentlich, wenn man so den Markt anschaut, gibt es ja 25 Millionen KMUs in Europa und nur irgendwie weniger als 1% sind wirklich Großunternehmen. Und für die Großunternehmen, da gibt es Lösungen von großen Exchanges, wie man in Bitcoin investieren kann. Super aufwendig, super teuer und Mindestbetrag so eine Viertelmillion, oder? Aber für KMUs, die mal 50.000 vielleicht oder so in Bitcoin investieren wollen, gab es bisher quasi nichts. Und darauf haben wir uns spezialisiert. Es hat noch eine Frage, ganz kurze Antwort dann, weil wir sind schon über Zeit, die Frage. Ja, hallo, das ist eine Frage an Julian. Und zwar interessiert mich so dieses, man kann ja bei Relay sehr einfach kleine Beträge Bitcoin kaufen. Und ich nehme an, ihr habt einen relativ großen Datensatz zum Kaufverhalten der Leute. Ist das für euch irgendwie interessant? Schaut ihr euch das an, dass ihr dann wiederum davon was ableitet oder irgendwie Preisentwicklung beziehungsweise so gute Einstiegsmöglichkeiten? Also arbeitet ihr mit diesen Datensätzen? Okay, ja, also, short and sweet, weil wir sind schon ja, Zeit. So groß sind wir nicht, wir haben 65.000 aktive Nutzer und diese Volumina, die bewegen jetzt noch nicht den Markt und die repräsentieren jetzt überhaupt noch nicht den Markt. Was wir sehen ist, dass die meisten Leute früh in der Woche kaufen, weil sie davon ausgehen, dass früh in der Woche die Preise besser sind als spät in der Woche. Also die meisten Kauforders haben wir Montag und Dienstag, die wenigsten am Freitag. Vielleicht sagt das was aus, aber nein, wir haben eigentlich keine so Informationen, die wirklich belegbar sind. Wir haben hier zu wenige Daten. Außer Sparpläne am Freitag machen. Gut, wir sind schon über Zeit. Herzlichen Dank. Bevor ich schließe, möchte ich, wisst ihr, was ein Adjektiv ist? Das ist das Wie-Wort, oder? Beschreibe mir, Roman, Bitcoin in einem Adjektiv. Frei. Julian, ein Orange. Adjektiv. Orange. Und Schluss Patrick, ein Adjektiv, wo Bitcoin... Dezentral. Dezentral. Cool. Herzlichen Dank, meine Herren, Kollegen. Es war super spannend, mit euch zu sprechen. Ihr seid sicher noch da, geht auf Sie zu und dann wünsche ich euch noch viel Spaß am heutigen Tag. Und danke für die gute Moderation. Vielen Dank. Ja. Das ist die Diener.